Willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. Und wie ihr seht, ich habe jetzt erstmal den Sternschnuppenregen getriggert. Jetzt fallen ganz viele Sternschnuppen herab. Und das habe ich gemacht, um einen ganz bestimmten einzigartigen Gegner zu finden. Und zwar seht ihr das gleich. So, wir sind jetzt Süd. Genau, wir sind gerade am Haupttor gewesen, Richtung Alkemod, und wir müssen zur südöstlichen Insel. Die ist hier, direkt vor unserer Nase gleich. Und dort ist folgender Gegner zu finden. Moment. Ordnungsbandas. Auf den trifft man nämlich nur bei Sternschnuppenfall. Und er sieht aus wie ein Krushornpaar. Na, wir gucken. Aber ich kann leider nicht. Ja, hier sehe ich. So ein bisschen. Er sieht schon nice aus, ne? Dann fast vorbei. Aber gleich müssten wir da sein. Level 85er Fische. Aber da ist er schon, der Ordnungsbandas. Einsame Insel. Gut. Na dann. Der wird auch direkt aggressiv, wenn er einen hört. Go, go, go. So, machen wir mal. Einmal umwerfen. So. Und jetzt. Oh. Naja. Solange mir jetzt keine 80er Gegner entgegenkommen, ist alles gut. So, schwanken. Dann machen wir Doppelruf. Oh, und geworfen. Na komm. Doppelruf. Element abfeuern. Auch runter. Dann nochmal Blitz. Jetzt müsste er gleich down sein. Jawohl. 45.000 Gold. Und der Aerith-Kana ist auch da. Stachelschwanz. Und was droppt der? Froschkönig. Und Quetschwächter. Naja. Keine so guten Waffen. Die Waffen, die wir bis jetzt haben, sind besser. Aber dieses Krushornpaar können wir noch angreifen. Oh. Nice. Das ging schnell. Ja, theoretisch könnten wir auch mit Schuld kämpfen, dann würde das Ganze ein bisschen schneller gehen. Komm. Ja, ich glaube, mit Schuld könnte ich die direkt mit einem Backslash one-hitten. Also wenn man so guckt. Charakter wechseln. So. Dann geht das natürlich viel schneller. Und zwar. So. Oh, nicht one-hitten, aber geht halt relativ schnell. Ricky like fighting easy monsters. Ach ja. Dann müssen wir nur noch ein Krushornpaar platt machen. Ich hoffe, in die Richtung gibt es da noch eins. Ansonsten gibt's. Also die Krushornpaars sind recht weit verbreitet hier im Aerith-Meer. Von daher sollte es eigentlich nicht so schwer sein, dann noch eins zu finden. Ah, vielleicht auf der Seite. Bono Nebula.
Kein Hornpaar mehr da, oder was? Vielleicht da vorne. Ah, verdammt. Goldichrom, Alter. Lieber nicht. Die sind verdammt schwer. Aber ich merke, ich bin auf Schuld gewechselt und ich bin jetzt wesentlich langsamer zu Fuß unterwegs, weil er natürlich kein Tempo gesockelt hat. Gut, gucken wir mal weiter. Und zwar ist ein einzigartiger Gegner, den wir noch platt machen müssen, auf Riff 7. Riff 7 ist hier, schwebendes Riff. Wir können am besten zur Zentralsiegelinsel und dann teleportieren wir einfach zurück. Dann sind wir, denke ich mal, direkt bei Riff 7 und dort müsste der einzigartige Gegner rumrennen. Stella Mara haben wir alle. Schabe Kirches. Okay. Na dann. Auf ein neues. Doppelruf. Oh, der ist nicht besonders stark. Wieder umgeworfen. Bam. Sehr schön. Komm, wir versuchen ihn mal mit einer Angriffskette down zu machen. Schwerbruch. Und Backslash. Ja. Nice. Liga-Rüstung. Horizont. Naja. Ilunis Verteidiger. Ich habe in der Zwischenzeit mal geguckt, wegen Malesachromen, Blötenchromen, Paltichromen. Ich habe in der Zwischenzeit mal geguckt, wegen Equipment und sowas. Aber da hat sich nicht viel getan. An neuen Sachen, die wir ausrüsten können. Ich glaube, dafür müssen wir zum Bergwalak und da ein bisschen was machen, damit wir dann gute neue Ausrüstung bekommen. Hebewächter. Ich guck mal ganz kurz, was die Quests sagen. Und zwar die Alchemist Quests. Sammelmission 1. Goldkletten Arithmere. Dafür müssen wir einfach Sammelitems aufheben. Und Raktifleafies. Moment, wir müssen... Komm, wir fangen mal hier an. Otolchromen. Einige der Monster auf der Söldnersiegelinsel. Otolchromen. Söldnersiegelinsel. Da. Untergrundsummer. Oh, ein Doppelruf. Erstmal schön umwerfen. Oh. Nicht umwerfen. Darf man nicht umwerfen. Wenn er umgeworfen wird, der hat Stachelschaden, wenn man ihn umwirft. Blitzhuf erstmal. Nochmal. Okay.
Nice. Jetzt einfach mal mit blauen. So, und jetzt können wir die Kette mit Element abfeuern. Ohne Probleme verlängern. Und dann gehen wir schön auf Rot. Ja, und wenn die Verbindung noch besser wäre zwischen denen, dann könnten wir die Kette somit noch länger hinkriegen. Aber es geht momentan leider auch noch nicht. Oh, jetzt werfe ich wieder um. So, bevor er down ist. Nice. Jetzt fangen wir an. Ja, so. Ja, jetzt schön der Backslash. Ricky was cool. But we cannot be reckless. Cool. Let's keep this up. AR-Schmuck, Gitterstulpen. Na, brauchen wir beides nicht. Aber hier sind die Otulchrom. Graschrom. Na komm. This represents no problem whatsoever. Doppelruf. Na komm, du auch noch. Bam. Den auch noch bitte. Habe ich alle? Jo. Alle auf einen bitte. Und Angriffskette. So, schöne Angriffskette. Starten wir mal mit Rot. Dann machen wir Ricky Sneaky. Komm, jetzt fangen wir mal Löscher Impuls. Nö, oh, Schmetterschlag. Dann kann ich hier Sterntritt machen. So. Ah, gut. Oh, passt. Die grauen Fähigkeiten sind auf jeden Fall sehr nice, um die Angriffsketten zu verlängern und vor allen Dingen den Bonus auch aufrechtzuerhalten. Ich glaube, nach 5 kommt Max. Oder 5 ist Maximum. Sehr schön. Alles schön mitnehmen. Rack die Fliefi da. Den müssen wir ranholen. Ah, umwerfen werden wir den nicht können, ne? Immun gegen Umwerfen, leider. Sind aber die meisten fliegenden Gegner irgendwie immun gegen Umwerfen. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir kriegen den auch so down. Das ist alles gar kein Problem. Stehen, KP erhalten. So. Sehr schön. Ein Raktifleafy erledigt. Und einen bunten Fleafy Bart haben wir bekommen. Da brauchen wir nur noch einen zweiten. Aber aktuell fliegt ja kein weiteres Rakti Fleafy rum. Vielleicht ist oben einer. Witness my true power. Monster! Indeed.
Gut, ich könnte auch einfach direkt versuchen, die Gegner möglichst schnell down zu kriegen, indem ich den Blitzruf doppelt beschwöre. Aber Blitzruf ist halt der stärkste Angriff von Melia. Und zusätzlich habe ich in ihrem Stab noch Elektroschaden plus... Moment mal. Raktifliefi, komm her. Noch weiter weg? Der muss ja doch mal hierher kommen. Jetzt oder was? Moment. Hallo. Na komm. Put, 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 put. Alter, der ist zu weit weg. Jetzt. So, jetzt schön hierher. Danke. So, und jetzt schön die Dinge auch noch ranholen. Ja. Sehr schön. Und wir machen alle auf ein. Oh, ich freue mich schon auf die schwierigen Kämpfe später. Bam. So, Hörnschock. Okay, jetzt starten wir... mit Rot. Nochmal Rot. Nochmal Rot. Und leider keine Verlängerung. Schade. Ah, der ist auch down. Nice. Jetzt nur noch der eine Ultrulkrom. Sehr gut. Ist da ein Fleafy? Nein, kein Fleafy-Bart. Och nö. Schade. Wenn jetzt so ein Fleafy-Bart dabei gewesen wäre, wäre echt gut gewesen. Hier, komm. Hä? Oh, jetzt habe ich außer den falschen Angriff. Bam. So. Rot. 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 Schade. Yay. Ricky was cool. Na komm. Den Graskrom kriegen wir auch noch down. Wo ist mein Gras? Erledigt. Und ich wollte eigentlich den Fleafy anlocken. Wo ist er jetzt?
Da also. Komm. Hallo. Das war jetzt ein bisschen verkackt. Und jetzt machen wir mal direkt hier Element abfeuern. Dann. Oh, von der Seite aus. Umwerfen können wir eh nicht. Dann den Backslash. Nice. Und das war nicht mal ein Rückentreffer. 40.000. Sehr schön. Brauchten wir nur noch ein Otulchrom? Ja, ne? Technikbeherrscher. Oder Technikherrscher, was? Und noch ein Otulchrom. Also ich, wenn ich einen einzelnen Gegner treffe, ist eigentlich die Kombination ganz gut. Speerbruch, dann Sterntritt, um den umzuwerfen. Wenn die Gegner am Boden liegen, macht man, ich glaube, von Natur aus her mehr Schaden. Und ja, danach schön die Ätherangriffe raufhauen. Nicht Aerith mehr, sondern Alchemot. Monstermissionen. Teil 1. Somatichrom muss ich noch platt machen. Moment, wo? Söldnersiegel. Somati. Pelagros. Pelagos. Tokus-Ogas. Unine-Kutteln. Chlorofleiß. Eris-Grovodas. Ich gucke erstmal, wo die Somatichromen sind. Malesa. Somatichromen. Da ist einer. Die sind es also. Ich glaube, die Wächter. Ja, erledigt. Nice. Dann sind wir auf der Söldnersiegelinsel fertig. Ui, das war ein ganz schön weiter Sprung. Fuchszweig. Guck mal, oh, da ist auch noch ein Sammel-Item. Nehmen wir mit. Krachkarte. Hier sind soweit keine Sammel-Items mehr. Naja, solange wir fallen. Das war ein tiefer Fall. Wir können ja hier mal ans Ufer schwimmen, aber ich glaube, das wird nichts bringen, da ich mir denken kann, dass dort sehr starke Gegner auf uns warten. Aber trotzdem gucke ich jetzt mal einfach, was uns dort erwartet. Können mich ja nochmal umgucken wegen Sammel-Items. Aber die sind hier im Wasser wohl ziemlich spärlich verteilt. Was ich auch nachvollziehen kann. Ich meine, wer geht denn davon aus, dass man hier das komplette Meer durchschwimmt? Die Möwen.
Na komm, was für Gegner erwarten uns hier? Jawohl, Travachrom. Küste der Chromen. Da komme ich auf jeden Fall nicht durch. Wo sind die Kraner? Ja, können wir uns die Kraner mal kurz angucken? Aber die sind nicht so stark. Und erledigt. Stachelschwanz. Jo, brauchen wir nicht. Gut, dann würde ich gucken, dass wir woanders hin. Küste von Latael. Ah, das ist die Eingangsküste. Hier können wir schnell Sammel-Items gucken. Wir brauchen doch noch ein Grußhornpaar, ne? So, nice. Mildtätiger Gefährte. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir da? Die Fische müssen wir da auch platt machen, oder? This represents no problem whatsoever. Riki can win by himself. Don't get careless, guys. Na komm nur her. Roaring Thunder! Your fighting spirit is mine! Choke! Good fight! Na, eigentlich müsste Elektro auf die sehr, sehr effektiv sein. Roaring Thunder! Let's call it off! Nice. Ricky like fighting easy monsters! Nee. Gammeliges Fleisch, aber leider nur. Das ist nicht so schön. Gammelfleisch wollen wir nicht haben. Berna, die Raub. Ich glaube, die Dinger brauchen wir nicht. Mähnenkatze. Hochviolett. Lunarfische. Okay, wir müssen wohl ein paar mehr von den Lunarfischen platt machen. Nimmerleinsmo. Mähnenkatze. Ach ja, das dauert alles ein bisschen mit diesen Quests. Aber unabhängig davon, ob wir... Also ich werde sowieso nicht alle von diesen Missionen in dieser Folge schaffen. Unabhängig davon werden wir aber in der nächsten Folge dann... weitermachen mit Quests von NPCs mit Eigennamen. Bam. Und jetzt zweimal Elektro drauf müsste. Nee, doch nicht. Ich dachte eigentlich. Ach, aber gleich sind sie down. Komm. Wir sind siegreich. Gammeliges Fleisch. Gammeliges Fleisch. Alter. Ach, dass die einfach nicht das droppen, was man haben will. Also man muss auf jeden Fall diese Lunarfische platt machen. Bei... Nein. Sammelmission 1. Nee, gar nicht. Materialmission. Ogas müssen wir noch platt machen. Hier, Materialmission 1. Man muss Lunarfische platt machen, die ich gerade besiegt habe, um Fischglanzfächer zu bekommen. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir die Ogas noch schnell ranholen.
Ogas. Wisst ihr was? Wir nehmen einfach die Teleporter. Da vorne sind nämlich nochmal zwei Sammel-Items. Das war ja gerade ein komisches Geräusch. Wie die... Wie heißen die D-Raubs hier? Natürlich kriege ich jetzt keinen anvisiert, weil die außer Reichweite sind. Perna, die Raub heißen sie hier. Ach ja. So, dann nehmen wir mal diesen Weg und ich glaube, hier bin ich sowieso in eine andere. Also wenn man in die Richtung geht, dann kommt man halt Richtung Zentralinsel. Ich würde mal hier gucken. Da werde ich wahrscheinlich eine Insel entdecken, die ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Entscheidungsklippe. Das riecht nach einer Nebenquest. Quest. This represents no problem whatsoever. Ricky can win by himself. Drei Stück gleich auf einmal. Ha! Down. So, und jetzt? Go. Okay. Erledigt. Was gibt's dafür? Stachelschwanz. Kranerbörse. Stachelschwanz. Also die Kraner kann man getrost ignorieren. Pulsoger, Unine. Ja, hier sind Ogas. Na dann. Meine Ogerhäuptlinge. Nice. Doppelruf. Bam. Und eine Angriffskette. Sehr schön. Jetzt fangen wir an. Mit einem Heal, aber ist nicht so schlimm. Es geht mir in erster Linie darum, die Kette zu starten. Und natürlich wieder keine Angriffskettenverlängerung. Mann. Nochmal. Bam. So, was gibt's hier? Effektiv eine Ogerunterhose. Hier sind Kutteln. Aber diese Kutteln, ja, die müssen wir ja nicht platt machen. Bombenspargel. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde wahrscheinlich bis ich das nächste Mal aufnehme. Nur just for info. Ich werde, bis ich das nächste Mal aufnehme, wahrscheinlich diese Eris Grovodras platt machen. Die Kikonia Diffler platt machen. Die Chlorofleis besiegen. Oh, Unine Kutteln. Haben wir, ich glaube, gerade gesehen. Tokus Ogas. Und Pelargos Diffler werde ich besiegen. Und bei den Materialmissionen, wie gesagt, die Lunarfische muss man platt machen, bis man die Glanzfächer bekommt. Ogerlendenschürze muss man Ogas im Wald von Magna platt machen. Und Ogerunterhosen, da haben wir ja schon zwei gedroppt, brauchen wir noch eine dritte. Und für die Sammelmission brauchen wir Goldkletten. Die kann man hier irgendwo sammeln. Haben wir bis jetzt aber, ich glaube, noch keine gefunden.
Deswegen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich bis dahin die Quest abgeschlossen und dann geht's weiter mit Quests von NPCs mit Eigennamen. Bis zum nächsten Mal.